Genau, ich werde Kollege einfach zu meiner Hausparty in meinem Premiumhaus einladen. Das ist eine gute Idee. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sims-Folge. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja, wie soll man das sagen, ein Haus schon angefangen zu bauen. Aber nein, ich habe vergessen zu speichern. Egal, ich habe jetzt ein größeres Grundstück gefunden. Und das werden wir jetzt einfach machen, das ist mir jetzt auch sowas von egal. Das wird noch größer und premiumhafter als das alte Haus. Ja, ich werde das Haus komplett bauen. Ist mir egal, ob die Folge 40 Minuten geht. Ist auch so ein kleines Abonnenten-Special. Wollen wir mal nicht so sein. Und für alle, die es nicht wissen, wir streamen am Samstag von 17 bis 19 Uhr. Aber ich werde nochmal ein Ankündigungsvideo machen. Und das wird dann circa... Oh, was ist denn das? Meine Fresse. Ja, ich bin gerade etwas schlecht gelaunt, weil ich das Speichern vergessen habe und jetzt nochmal neu anfangen muss. Aber egal, ich habe Zeit. Jetzt machen wir die Wand. Und ich werde auch komplett zeigen, wie ich das Haus baue. Da, ja, meine Klassenkameraden sich beschwert haben, dass ich das nicht machen würde. Aber ich mache es ja jetzt. Hier wegbauen. Und hier wieder eine Wand hin. Boah, das Haus wird riesig. Das wird sowas von dermaßen riesig. Okay, ja, das mit einem Ankündigungsvideo, das wird... Heute seht ihr das Video am Donnerstag und ich werde es am Mittwoch drehen, also wahrscheinlich noch heute Abend. Das wird ein langer Abend für mich, aber das ist mir jetzt auch egal. Bin ich selber schuld, wenn ich so inkompetent bin? Ja, dann werden wir hier wieder so eine Linie machen. So. Arbeitszimmer. Und, boah, ey, wie groß soll das Haus werden? Da muss ich 1000 Möbel reinstellen oder hier so ein riesiges Wohnzimmer machen. Das Klo wird so groß. Wobei, was wir machen, kann man auch eine ganze Wand entfernen? Tag und Nacht umschalten. Danke, ist besser. Nein, das geht nicht. Werden wir ranzoomen. Ich habe gelernt, man kann mit der Maus ranzoomen. Danke an meinen Klassenkameraden. Er wird sich jetzt bestimmt freuen, dass ich ihn im Video erwähne. Aber die haben sich ja beschwert, dass ich cheate. Ja, aber schreibt mir jetzt bitte in die Kommentare, was findet ihr besser? Wenn ich cheate und Spaß habe und viel mache oder wenn ich immer das gleiche mache und mir Geld verdiene, aber das ehrlich spiele? Also ich glaube, viele werden das zweite lieber mögen. Oh, ich hoffe, das dauert nicht so lange. Egal. Ich habe Zeit. Oh, 56. Ich persönlich muss schon sagen, ich freue mich riesig auf den Stream. Das wird mein allererster Stream sein, der auch wirklich funktioniert, da das bei Tim Kumpel-Manager ist und sein PC einfach nur geil ist. Also mein PC, den kannst du total in die Tonne treten. Ja, das und morgen, beziehungsweise heute werdet ihr es sehen, wird ein kleines 100-Abonnenten-Special kommen. Das werdet ihr dann aber auf dem Kanal sehen. Soll ich vielleicht mal wieder eine Wand bauen? Ja, so fett bauen wir das. Es wird ein Riesenbad, aber ist mir jetzt auch egal. Wieso ist da eine Wand aus? Ja. Ist mir egal. Ey, ich bin so angepisst von dem Spiel. Weil, naja, eigentlich muss ich angepisst sein wegen mir selber, weil ich zu inkompetent bin, um zu speichern. Ja, die Räume passen ja schon. Vielleicht ein paar, ja, kommen wir mal schon in die zweite Etage. Das bauen wir ungefähr gleich. Ja, nicht weghauen, sondern eine Wand bauen. Ich will jetzt ungern ranzoomen. Ja, komm, bau einfach. So, das ist doch heavy, das ist echt heavy. Ja, Dach, geh weg, du siehst so, dass ich da eine Wandpin baue. Meine Güte. So, ich glaube, das habe ich ein bisschen zu weit gebaut. Ist mir auch egal, das stört keinen, ja. Ja, egal, ist eine Wand über, ist mir jetzt auch Wurst. Ja, das passt schon. Okay, wie werden wir die obere Etage machen? Die obere Etage, hier das Schlafzimmer. Hier wieder ein Bad, man braucht zwei Bäder. Das ist zwar unnötig, aber man braucht zwei Bäder, wenn man alleine wohnt. Man will ja auch im Luxus leben.
Was machen wir dahin? Das ist jetzt die große Frage. Mein Arbeitszimmer. Ich brauche ein Arbeitszimmer. Wenn ich mal eine Frau habe, ja. Ich werde hier vielleicht eine eigene Etage machen. Ich weiß ja nicht, wie viele Etagen man hier bauen kann. Wenn das jemand weiß, bitte schreibt es mir. Was, hier nur 10.000? Ja, egal. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ich sollte jetzt vielleicht mal Türen bauen. Türen. Premium-Türen. Ah, ich mag solche Türen. Ich mag solche Türen. Auch wenn die nicht so gut aussehen, aber das ist mir egal. Ja, im Klo gibt es halt zwei Türen. Jetzt gehen wir in die obere Etage und bauen da auch Türen. Das Haus wird einfach nur geil. Es wird sehr teuer, aber es wird geil. Naja, kann ich bei meinen Nachbarn angeben. Ich habe Geld und ihr nicht. Geil. Ja, ich will dich hier oben haben. Ja, richtiger. Wieso habe ich jetzt... Ah, ich habe jetzt zwei Türen im Schlafzimmer eingebaut. Super, ja, ist mir jetzt auch egal. Ja, was wollt ihr? Ja, Tapete und Boden, genau. Fangen wir mit dem Boden an. Erstmal unten. Jetzt werdet ihr zweimal sehen, wie ich ein Haus baue, aber... Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse. Dafür wird die heutige Folge auch viel länger. Ja, wir nehmen wieder so einen Holzboden. Den finde ich schön, den finde ich echt schön. Ja, ich habe nicht das komplette Zimmer gemacht. Ich musste die eine Linie noch nachziehen. Das ist ja geil. So. Was kommt hier nochmal hin? Keine Ahnung, irgendwas. Hier der Boden sieht gut aus. Premium. Ich sollte vielleicht Fenster hinbauen. Ja, mach ich gleich. Fliesen braucht man für das Badezimmer. Nehmen wir sowas. Das passt schon. Geil, das ist heavy. Nicht genügend. Müssen wir wieder cheaten. Boah, wie schnell das Geld hier weggeht. Ja, danke fürs Geld. Diesmal wurde es nicht angezeigt, so groß, aber ja, ich sehe es ja, dass ich Geld bekommen habe. So, für die Küche nehmen wir Luxusfliesen. Ne, sowas sieht edel aus. Edel. Habe ich überhaupt auf meinem Handy einen Timer angemacht? Nein, natürlich nicht. Wenn wir es jetzt machen, die Folge geht circa schon 6-7 Minuten, ich weiß es nicht. Nehmt es mir nicht böse, wenn ich es nicht genau weiß. Okay, was machen wir hier? Das muss luxushaft werden. Steinmauerboden. Nee, sieht nicht gut aus. Linoleum. Nee, Metall. Nee, verschiedenes. Nee, alle. Ja, ist mir zu unübersichtlich. Ja, wir nehmen Holz. Holz finde ich am schönsten. Habe ich auch in meinem Zimmer drin. Das ist schön, das ist echt schön. Hier so ein Luxusholz. Und das ganze Zimmer ist fertig. Ja, sowas nehmen wir fürs Schlafzimmer. Holz am besten. Teppich mag ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Wenn man auf Teppich... Ich weiß nicht, Teppich mag ich nicht so gerne. Kommt mir irgendwie so komisch vor. Ich finde so Laminat so am schönsten. Jetzt nehmen wir für das Badezimmer wieder Fliesen, Luxusfliesen. Nehmen wir mal die. Ist schön. Und da oben kommt mein Arbeitszimmer hin, ne? Boah, ist das Haus riesig, ey. Bestimmt so 6.000 Quadratmeter. Ja, so viel nicht, aber ich übertreibe gerne. Ach ja, und am letzten Video hat mich einer gefragt, wieso Hipster Minecraft Olo Swag Kitty Haft, ja, ohne Haft. Ja, ich sage das, weil das sozusagen, ja, unser eigenes Hashtag ist, was wir erfunden haben. Boah, ist das schwarz. Okay, ja, das ist sozusagen, ja, ein eigenes Hashtag, was wir erfunden haben. Wandbelage, okay. Wandbelage, Fliese. Ist mir egal, Wand können wir irgendwie alles das gleiche nehmen. Hier. Boah, man sieht überhaupt nichts. Ich sollte vielleicht mal Fenster bauen. Ja, das ist unser eigener Hashtag. Inspiriert durch Tim, Manager-Kumpel. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe sehr viele Ideen, wenn mir langweilig ist. Und jetzt werden wir die Fenster bauen. Hier, Fenster. Ich übertreibe gerne mit den Fenstern, aber das ist... Das sieht schön aus, aber... Ich kann davon nicht Tausende machen.
Wenn wir das nehmen, in die untere Etage. So, jetzt ist Fenstertime angesagt. Fenstertime, 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 Fenstertime. Boah, wir können gut gestalkt werden, ey. Fenstertime, Fenstertime, Fenstertime. Das ist eine Villa, das ist eine echte Villa. Fenstertime, 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 Fenstertime. Fenstertime, 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 Fenstertime. Ja, passt schon. Fenstertime, 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 Fenstertime und Fenstertime. Jetzt habe ich sehr oft dieses Wort gesagt. Aber ich weiß nicht, worüber ich noch so reden könnte. Über das Special, habe ich schon über das Special geredet? Ja, ihr werdet es schon gesehen haben wahrscheinlich. Es ist Five Nights at Freddy's, das ist ein Horrorspiel. Also, für die mit schwachen Nerven, ich würde es nicht empfehlen, dass sich das anzugucken. Und ich habe mal wieder schön rumgeschrien und wir haben nicht mal die erste Nacht geschafft, für alle, die das Spiel kennen. Für alle, die das Spiel nicht kennen, googelt es einfach und dann werdet ihr einige Bilder finden. Und vielleicht sogar Let's Plays von anderen YouTubern. Und dann werdet ihr sehen, wie creepy dieses Spiel ist. Ich freue mich schon riesig auf das dritte Spiel. Das werden wir direkt am Release-Datum Let's Playen. Das macht einfach nur mega viel Spaß. Einfach dieses Kribbeln, wenn man nicht weiß, was man tun soll, wenn diese ganzen Maskottchen da stehen. Ich liebe es, ich liebe es. Also diese fucking Maus. Es ist zwar ein Hase, aber wir nennen es Maus, weil es witziger ist. Es ist witziger. Als ich das Spiel zum allerersten Mal gespielt habe, ich dachte als erstes, das wäre so ein Kinderspiel oder sowas, weil das nicht gruselig aussieht. Aber dann kam diese Maske. Boah, ich hatte einen Oberschenkelkrampf, weil ich zu stark zusammengezuckt bin. Und jetzt werden wir weiter die Tapete machen. Hier die Wand. Ja, nein. Wandbelege. Ja, super. Was habe ich jetzt genommen? Muss ich wohl ranzoomen? Boah, das ist hier so dunkel. Ja, super. Jetzt kann ich suchen, ne? Das war's. Ja. Perfekt, 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 perfekt. Einfach nur perfekt, perfekt. Das werde ich für die ganze obere Etage nehmen. Ich habe keinen Bock, auch nur auf Picasso zu machen und so viel. Nein. Tastatur. So. Jetzt werden wir das fertig bauen. Ah ja, für alle Let's Plays Fan hier auf uns, Fans auf unserem Kanal, ich glaube, das ist nur einer und das ist Simon MP. Vielen Dank nochmal, dass dir meine LPs von Mario Kart etc. gefallen. Diese Woche ist ja kein Mario Kart rausgekommen, aber das hat auch nur den einfachen Grund, da ich einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel, keine Lust auf dieses Spiel hatte. Ehrlich gesagt, ich bin auch zu faul, immer mein halbes Zimmer für so ein LP umzustellen, deswegen will ich mir irgendwann einen Mikrofonständer holen. Und nein, ich will keine zweideutigen Kommentare nachher lesen, falls das jemand runterschreiben sollte. Hat sie ja einer und das letzte Mario Kart Video geschrieben. So, jetzt werden wir rauszoomen. Nein! Die Steuerung ist echt speziell hier. Ja, ich muss die Wände machen, weil das Wohlbefinden von den Sims dann nicht so gut ist. Oh, ich vergesse immer mit der Maus rauszuzoomen. Ja, Täfelung, Mauer, nein, Mauern hässlich, Felsenstein hässlich. Verkleidung, das sieht schon mal besser aus. Ich sollte was Helles nehmen, was Helles. Ja, Das sieht aus wie weiß ich nicht was. Nur Tapete. Das ist langweilige Tapete. Langweilige Tapete. Tapete, Fliese. Nehmen wir die Tapete. Was wir auch vorhin schon hatten. Jetzt muss ich gucken, was ich hier weiternehme. Nehmen wir das hier. Oh, da habe ich auch vergessen. Oh. Ja, die Tapete kann ich mal. Das kann ich auch ein andermal machen. Wir kümmern uns, glaube ich, jetzt um die Möbel, oder? Haben wir alles? Nee, Swimmingpool. Swimmingpool muss sein. Da habe ich vergessen, eine Tür zu bauen. Ah. Da machen wir eine Premium-Tür. Hier, so eine.
Schön fett. Ja, für den Ausgang macht man so eine Premium-Tür. Ich werde so einen riesigen Pool machen, der 6000 Quadratmeter groß ist. Pool erstellen. Hä, wo ist der Pool hin? Der Pool ist doch nicht da. Hallo? Ich muss auch gucken. Ich glaube, hier mache ich Pool hin und da so eine Veranda. Ach, nicht genügend Geld. Ah, hahaha. Jetzt weiß ich, wo es liegt. Dann Maserload. Jetzt haben wir wieder Geld. Das ist heavy. Das ist echt heavy. So. Alter. Das ist heavy. Ich bin sowas von reich. Was ist das denn hier? Geil, hier so zwei Treppen. Jetzt werden wir ein bisschen ranzoomen. So. Ja, dreh's doch. Ja, am besten so vier, weil ich reich bin. Ist sehr langweilig für euch, das zuzuschauen, aber... Ja, wer weiß, vielleicht gibt's auch welche, die sich das angucken. Ja, geh doch rein, Mann! Oh! Ja, ist mir egal. Nein, geh weg. So. Da kommt der Pool hin. Und hier würde ich sagen... wir machen einen Zaun rum. Das ist eine gute Idee von mir. Oh. Das können sie nur Reiche leisten. Oh ja, ich bin reich. Die sehen aus wie so die Mauern in Clash of Clans. So ähnlich. So. Damit hier auch niemand rübersteigt. Nein, da hast du was vergessen, Mann. Och. Ja, ist mir saugeil. So. Dann machen wir hier schöne Mauer rum. So, jetzt geradeaus. Perfekt. Ja, ist mir saugeil, wie hässlich es aussieht. Hauptsache, mir gefällt's. Okay, jetzt Zäune. Was ist das denn? Ja, Hof erstellen. Nee, brauche ich nicht. Jetzt brauche ich noch so einen schönen Zaun, der auf die Veranda geht. Vielleicht so ein. Aber hier muss auch so ein kleiner Eingang sein, denn hier mache ich immer so Grillpartys. Ich kann mir vorstellen, die nächste Party wird echt geil. Hier auf meinem Premium-Grundstück lade ich die ganze Stadt ein. Passt rein. Aber wenn ich die ganze... Ich kenne die ganze Stadt nicht. Egal, muss ich Kontakte knüpfen. Ja, hier brauche ich noch so einen Türsteher. So Kollege oder so. Und dann darf aber niemand kommen, der breiter als der Türsteher ist. Okay, jetzt brauchen wir einen Boden. Genau, ich werde Kollege einfach zu meiner Hausparty in meinem Premium-Haus einladen. Das ist eine gute Idee. So Steinboden finde ich hier am besten. Steinboden. Hier, Steinboden. Oh, Premium. Premium. Wieso sind da diese Sims-Zeichen auf dem Boden? Nein, keine Ahnung. Okay, ja, egal. Ich habe Geld. Geil, Alter. Richtig geil. Boah, ist das Haus geil. Gibt's ja auch Sprungbretter für den Pool? Egal, vielleicht irgendwann mal. Was ich jetzt da reinbauen sollte, wären Lampen. Ich glaube, jetzt kann ich mich um die Möbel kümmern. Ja, Lampen. Premium-Lampen. Alter, wie klein sind die? Entweder sind die Lampen zu klein oder das Haus zu groß. Was ist denn? Das Gesamtobjekt. Was muss es? Was stand da? Das Gesamtobjekt muss an dieser. Auf Gelände oder Boden. Ja, ist doch. Oh, ey. Ja, ich glaube, ich werde mir lieber solche Lampen holen, die an der Wand hängen, da die zu viel Platz weg. Oh, Kronleuchter. Geil. Was ist am besten, Kronleuchter? Oh, er sieht aus wie so ein Königssaal, so groß ist das, ey.
Ja, egal. Man muss ja auch ein bisschen... Scheiße. Wie soll ich jetzt eine Garage hinbauen? Ja, ich habe ja Geld und dafür brauche ich auch noch ein Auto. Ich übertreibe es ein bisschen mit den Kronleuchtern, aber wieso nicht? Ich hoffe, ich habe niemals einen Geist. Wegen bei Paranormal Activity kann das böse enden. Also wie bei Paranormal Activity, wenn das Ding dann so anfängt zu wackeln. So. Das ist heavy. Jetzt haben wir hier noch Kronleuchter ins Bad hängen. Oh, die Lichter gehen auch schon an. Boah, die Hauspartys werden so geil, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt werden wir wieder in die erste Etage gehen und wieder Geld machen. Und wir haben wieder Geld. Wenn das so im echten Leben gehen würde, hätte man keine Probleme mehr. Geil, Alter. Richtig geil ist das Haus. Nur wenn die Lampen etwas schief hängen. Ja, ist mir auch egal. Hier werden wir ein bisschen Style reinbringen. Dann, es ist sehr hell auf jeden Fall. Es ist sehr hell, das muss man zugeben. Ja, es ist sehr hell. Das werden wir hier auch machen. Weißt du, die Nachbarn denken sich auch nur, was haben die für einen Architekten hier genommen? Das ist heavy. Ja, das ist sehr hell drin, ne? Sehr hell. Das ist sehr hell. Oh Gott, sieht das... Ja, das zerstört mich nicht. Sieht voll creepy aus, wie die Dinger da oben so sind. Ja, ist mir jetzt egal. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal Zeit habe und Langeweile, werde ich es ordentlicher machen. Aber im Moment... Vielleicht sollte ich den Rasen wegmachen und so richtig schönen Boden dahin machen. Ja, das machen wir. Das stört mich persönlich. Böden. Steinboden. Stein. Was passt hier so am besten? Das sieht schön aus. Yeah, geil, Alter, geil. Die Hauspartys werden so geil. Ja, geh runter. Die ganze Stadt wird sich verneigen vor meinem Haus. Ich bin reich. Geil. Nee, soweit nicht. Vielleicht werde ich mal mein Grundstück auch noch so mit Dings voll machen. Aber im Moment reicht es. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Bad an. Ich fange in jedem Sims-Spiel generell mit dem Bad an. Ich muss mal gucken, wie lange die Folge ungefähr schon geht. Die geht ungefähr schon 22 Minuten. Schätzungsweise, ich weiß nicht genau. Ist egal, es wird ein Sims 100 Abo-Special. Okay, jetzt müssen wir mit... Oh, das mit den Kronleuchtern sieht scheiße aus. Ist mir jetzt aber auch egal. Ich hoffe, diesmal vergesse ich das Speichern noch nicht. Badezimmer. Toiletten. Luxusklo. Ah, sieht das Klo scheiße aus. Ist mir egal. Ja, hier kann ich einiges ins Bad stellen, wenn das so leid. Alter. Theken. Wieso braucht man ein Bad? Ah ja, ist mir auch egal. Dusche. Ich brauche ein Bad. Und eine Dusche. Da muss man 10 Kilometer laufen, um überhaupt erstmal zur Dusche zu kommen. Wannen. Ja, ich brauche 2 Wannen. Falls mal Gäste da sind, also. Vielleicht mal, gibt's hier auch einen Whirlpool für drin? Vorhänge und Gardinen. Wozu brauche ich Vorhänge? Ist mir doch egal. Akzente, ja. Theken vielleicht mal. Ja, Theken. Ja, bauen wir hier sowas hin. Was ist das denn? Das sieht doch nice aus. Nein, überhaupt nicht, aber irgendwas muss ich... Nein! Ach, ist mir so egal. Ich hab Geld. Boah, die Bude sieht für sowas von scheiße aus, ey. Die Küche will ich etwas ordentlicher machen. Ja, kann man auch, weil man da mehr reinstellen kann als... Ja, Premium-Kühlschrank muss sein. Vorher muss ja das Essen kommen... Nein, nicht so. Ich hasse es schief. Ich mag schiefe. Ja, perfekt. Ich mag es nicht, wenn etwas schief steht. Könnte ich kotzen. So. Jetzt soll ich vielleicht drehen. So. So. Nein, nicht. Ach.
Ja, nee, ich will das Ding da verschieben. Links, nein. Geh weg. So. Oh, geh weg. Geh weg. So. Hab ich's doch hinbekommen. Ticken. Jetzt werden wir irgendwas anderes hinbauen, damit es mal anders aussieht. Ja, ich würde sagen, ich beende wirklich die Folge und mache das in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr es sehen wollt, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ob ich es offline machen soll, beziehungsweise wenn ich aufnehme. Oder in der nächsten Folge kann ich weitermachen, wenn ihr wollt. Schreibt es mir in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Unterstützt den Thomas. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ich will eure Kommentare sehen, ob ich in der nächsten Folge weitermachen soll. Bis zum nächsten Mal. Ciao.